Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, ich erfülle die guten Erwartungen, die mein Diener an mich hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin so, wie mein Diener zu mir ist. Wenn er gut über mich denkt, so denke ich auch gut über ihn. Wenn er schlecht über mich denkt, so denke ich auch schlecht über ihn. Subhanallah. Deshalb, meine lieben Geschwister, hab eine gute Meinung von Allah, der Baraka wa Ta'ala. Am Tage der Auferstehung wird ein Mann hervortreten und es wird befohlen, ihn ins Höllenfeuer zu werfen. Am Rande des Höllenfeuers angekommen, wendet er sich um. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O mein Diener, warum hast du dich zurückgewandt? Er sagt, O mein Herr, so habe ich während meines Erdenlebens nicht von dir gedacht. Allah subhanahu wa ta'ala fragt dann, mein Diener, was hast du in deinem Erdenleben von mir denn gedacht? Er antwortete, ich war der Meinung, dass du mir erbarmst. Ich habe gedacht, dass du mir vergeben wirst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe mich bereits deiner erbarmt und dir vergeben. Allahu Akbar. So nimmt mein Diener und führt ihn ins Paradies und er soll darin ewig verweilen. Allahu Akbar. Deshalb, meine lieben Geschwister, habt immer eine gute Meinung von Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam.